Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem, aber es einzufangen. Zum Thema Sicherheit.
Rotes Licht bedeutet Ärger. Das kann ich. Du siehst wie eine Kriegerin aus. Können wir reden? Du kennst mich zwar nicht, aber könnten wir reden? Vielen Dank. Wegen dir bin ich noch am Leben. Nicht mal schlecht.
das schnell zu Ende bringen. Was Vorrat? Das sieht gut aus. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Das brauche ich später noch.
Das werde ich vielleicht noch bereuen. Die Schreie, all das Blut. Ich werde sicher auch bald an der Reihe sein. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Sehr nahrhaft. Lager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Erbe. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdürstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen.
Regen sieht alles gleich viel bedrohlicher aus. Mal weiß, wie Blut schmeckt. Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken und alle in der Umgebung. Ich habe schon zu viel dabei. Schlagen.
denn nichts Besseres zu tun? Die hat's einen erwischt. Das muss der Wind gewesen sein. Das müssen die Gefangenen der Banditen sein. Schon gut. Gleich seid ihr frei. Seid ihr bereit für die Freiheit? Ihr könnt es gleich Ärger geben. Meinem leisen Auftritt. Sucherin, darf ich mit dir reden?
Du darfst jetzt nicht zusammenbrechen. Der Stamm braucht dich. Sucherin, würdest du mir die Ehre eines Gesprächs geben? Welche Ehre! Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen, die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir machen eindeutig besser. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat, aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut trinkt, da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten.
dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an wie Wunden an Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Berg. Kriegerpfeile in diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Hier gab's einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Maschinenspuren führen in die Ruinen, ebenso wie Menschenspuren.
Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Ganz schön schnell.
Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Bei Großmutter sicher, was immer mir auch geschieht. Er wird in es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Nur wenige, die sie gesehen haben, kehrten zurück. Ungläubige. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Göttin, sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheimfallen und all unsere Lieder verstummen. Das Traum ist nicht greifbar. Ich kann nicht auf, hier rumzustehen. Endlich habe ich mal Zeit nachzudenken. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich...
gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said. Ich konnte sie nicht aufhalten. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Versprochen. Ich lebe noch. Damit. Fällt dir was davon? Natürlich. Neugierde ist zu träumen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein.
Winde. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Ein Panorama. Noch mehr Ruinen, noch mehr Geschichten. Apokaschitz Domtour, Tag 2.
Mein Vater war hier Gastdozent. Hinter einem Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene. Über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. Gutes Fleisch. Was wohl da unten ist? Du bist auch keine gewöhnliche Blume. Keine Höhle. Das ist eine Ruine.
So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Aus der Zeit der Alten. Daran. Diese Zahlen, die müssen mit den Abschnitten eines Kreises zusammenhängen. Thank you.
Schön leise jetzt. Ein Glück. Thank you.
Fischer geht's nicht. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Der schnellste Weg nach unten. Thank you.
Thank you.
muss den Kampf gewinnen. Thank you.
Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Apoka Shitstorm Tour Tag 5. Die Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie.